Ich werfe den Ball wieder hoch. Hat sich erledigt. Ich bin schwach. Ich hab meinen Stuff dabei. Aha. Ich habe Oh auch noch yeah. spielzeuger noch ein bisschen was geholt. Moin Leute und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Phasmophobia. Wir sind in Ridgeview Roadhouse. Mit der Jatze. Hallöchen. I've got the keys to the city. Kruzifix. Was Kruzifix? Geister-Event. Geister kommen. Der Geist heißt Jennifer Miller. Und er scheint nur auf Personen, die alleine sind, zu antworten. Och nee. So, erstmal, Ja, ich habe auch Mann, eine was soll's? Taschenlampe. Ha. Ja, ich habe ein paar mehr eingepackt diesmal. Ja, toll. Was war das? Die Katzen gehen steil. Die Wo sind spielen die hier im hier? Hintergrund. Im Keller. Ja, Down Under, Australien. Ganz im Süden, unten. Ganz im Keller. Ganz im Untergeschoss. Mensch, geh weg. Bist du doof? Wie hieß sie nochmal? Jennifer, ne? Jennifer Miller. Wo sind sie denn? Zeige dich. Gib ihr mir ein Zeichen, Ja. please. Ja, Jennifer Miller. Jennifer, hier ist sie. Jenny. Jennifer Miller. Ist irgendwie nur noch auf der Seite hier. Wo bist du? Gib mir ein Zeichen. Oder Unfähig. sie vibriert ein Handy. Irgendwo. Wo bist du? Kannst du zuordnen, ob oben oder hier? Okay. Dann gucke ich schon mal oben. Die sind so fertig. So, im Badezimmer haben wir nichts. Außer wunderschöne Kacheln an der Wände. Bist du hier? Kackfliesen. Oh, hier ist auch eine Tür auf. Im Kinderzimmer haben wir nix. Jennifer? Wo bist du? Gib mir ein Zeichen. Jennifer? Jennifer, bist du hier? Jennifer? Sie hat den Strom ausgemacht. Die ist doch nicht im Keller, oder? Da habe ich überhaupt nicht drauf geachtet. Oben! So, hallo Jennifer. Wir sind nur hier, um dir zu helfen, uns zu helfen. Hier schön aus Bett gerichtet, Webcam. Ach ja, da war ja was. Du. Strom, 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 Strom. Strom, 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 Strom. Ja, ich hab den erstmal gesucht, ey. Ich bin gegen die Wand gelaufen. Dä. Oh, jetzt habe ich einen Ohrwurm. Was war das? Was denn? Wie ein Ball. Könnte ein Ball sein. Oben ist auf jeden Fall einer. Ja, das hat sich angehört. Als wenn einer gespielt mit hat. Okay, Meister Yoda. Was nehme ich mit? Was nehme ich mit? Was nehme ich mit? Ein Kreuz wäre cool. Zeit ist abgelaufen. Ja. Beschützt mich zwar eh nie, aber. Der ist die Treppe runtergefallen. Wir nehmen es mal mit. Ja, der ist im Flur, im Wandschrank. Und einer ist noch hinten im Kinderzimmer. Nee, Und der ist wenn. runtergefallen.
Ja, und wenn der Geist nämlich im Schlafzimmer hier hinter ist, hinter der Wand, zählt der Schrank. Oh, nee, der Schrank ist zu. Ja, keine Ahnung. Oh, hier ist eine Hand. Ja, ich bin hier überall gewesen. Er hatte hier nur die Temperaturen wegen der Hand. Jennifer? Das wäre ja doof. Jennifer? Da ist auch ein Basketball eigentlich in dem Raum hier. Ja, der ist noch da. Hä? Jetzt bin ich ein bisschen Still confused. runtergeschmissen. Na, ich war doch draußen. Also ich bitte dich. Ja, das raff ich jetzt nicht. Ich hatte eben hier nur 6 Grad. Hier, wo die Hand Ja, vielleicht ist. wandert die. 8 Ja, Grad, 8 vier. Grad. Du hast Ich hatte 4. gerade vier. Ja, ich habe hier in der Ecke, habe ich auch 4. Okay. Okay. Wir bauen auf. Ach so, ich habe ja gar nichts mehr mit. Mist. Ah, ich hole mal Sachen. Katz. Fresse, was war das für ein Geräusch? Ich werfe den Ball wieder hoch. Hat sich erledigt. Ich bin schwach. Bist du tot? Ein Glück. So, dann nehme ich jetzt aber mit. Das. Ich kann ja eigentlich auch mal auf dem PC gucken. Bist du noch im Haus? Na. Man müsste sonst jetzt mal das Licht ausmachen können, wegen Orbs kann man dann besser sehen und so. Hi. Na, ich vergesse immer zu drücken beim Reden. Also meine Wenigkeit sieht hier gar nichts. Das hat ja nichts zu sagen, nicht? Oha, 18 Grad hat er im Ohr. Oh, ich bin stark unterkühlt. Imua, Krankenhaus. Ich gehe jetzt zu 1 Geist. Wie viel Cent habe ich noch? 70, das ist Gold. Gold, Siege. 70% ist Siege. Upstairs. Nee. Ah. Ja, das ist ein Schrank offen. Jetzt habe ich aber immer noch kein Fotoapparat. Ich habe auch noch, ich hätte mal den EMF mitnehmen sollen. Ich weiß jetzt gar nicht, wo hier die Hauptaktivität ist. Jennifer, schreib ins Buch. Ja, schön. Da können wir nicht rein. Okay. Ja, dann können wir noch mal nach Dots gucken. Ich habe die noch mal ein bisschen anders platziert. Soll ich Licht ausmachen? Ja, ne? Muss eh noch Sachen holen. Und warum muss ich schon wieder Sachen holen? Weil es immer noch keine Bauchtasche in diesem Spiel gibt. Ich lasse euch gleich mal raus, war. Ja, habe ich mir auch so gedacht.
Kitty Cats. Fingerabdrücke hast du auch nicht geguckt, ne? Geguckt schon, aber ich habe keine gefunden. Okay. Nee, ich nehme jetzt. Ja, jetzt geht natürlich die Schranktür auf, ne? Ach, Mann, ich wollte Aber eigentlich. vorhin, wo sie die au aber vorhin, wo sie die Schranktür aufgemacht hat, und ich hin bin, war kein Fingerabdruck. Okay, dann bring mal, wenn du das nächste Mal UV mit reinbringst, schmeiß das mal mit dem Raum, dass das oben bleibt. Wäre ganz lieb. Ich schlepp ja schon immer den ganzen Kram rein. Ja, fühle mich hier wieder. Psst, ich hab was gehört. Jennifer? Jennifer? Keine Ahnung, wo Jennifer ist. Hier, da können wir doch schon mal. Ah, ein sexy Fuß fotografieren. Fetisch. So, das Ding kommt da raus. War das jetzt die Katze? Jennifer, schreib ins Buch. Jennifer. Ich glaube nicht, dass hier Fingerabdrücke zu finden sind. Skill. Was du denn? Ich war nur zu Doof. krass drauf, um die um das EMP-Messgerät hier hinzuschmeißen. Jennifer! Ja doch, das sind die Katzen. Oh Gott! Ja! Habe ich sie? Ich habe sie auf jeden Fall. Und ich survive. Ich habe überlebt, ich habe überlebt, ich habe Fotos gemacht. Ich habe nicht aufs EMP geguckt. Ich habe nicht auf das EMP-Gerät geguckt. Sie war da, sie hat gesungen. Und sie, das ist eine, die krabbelt. Echt? Ja. Sieht man auch gar nicht auf den Bildern. Hä, das ist ein Drei-Sterne-Foto. Sieht man doch 1A, wo der Geist ist. Wo denn? Ja, da, wo das so durchsichtig ist. Wo denn? Ja, da, wo man so durchguckt durch den Geist. Siehst du Der selber nicht den Typen? war so transparent. Aha. So, Das sieht man aber nicht, ne? wunderschön Knochen, perfekt 3 Sterne, perfekt 3 Geist-Sterne. Die Tür geht schon wieder Doof. auf. Ja. Achso, Geister Orbs und Box haben wir. Ah, Box. Ah, gut. Box, Das ja. habe ich nicht. Das heißt, Gefriertemperaturen sind raus. Weg. Fingerabdrücke auch, deiner Meinung nach? Sind eh nicht mehr dabei. Wir haben Mare oder Yokai. Naja, Fingerabdrücke hat man eh nicht gesehen. Das heißt jetzt IMF und was noch? Nee, IMF ist raus. Was ist Entweder dann? das Geisterbuch oder der Dots-Projektor. Okay, dann sage ich Geisterbuch. Weil man Ja. hier absolut nichts sieht. Ja, das Problem ist, die kam hinten aus dem Schrank. Und da sieht man jetzt nicht so viel. Also, ich denke auch, es ist das Buch. Ich werde da mal das Buch hinlegen. Hey, das liegt doch da schon, oder nicht? Nee, das ist ja am Schreibtisch. Ja, braucht mal wieder meine ganzen Pillen auf. Ich habe selber welche mitgenommen. Nee.
Dafür esse ich alle vier. Hör auf, Ein. Alter. So. Arsch. Suchst du das hier? Ja, willst du deine Pillen haben? Ja, du bist so voll. Ja, jetzt habe ich auch gerade welche genommen. Was haben wir nochmal für Quest? Ach so, ja, okay. Ja, okay. Was können wir denn noch machen jetzt Cooles? Zwar ein bisschen Money kriegen vielleicht. Verfluchten Gegenstand suchen. Oh, der. Sei jetzt fotografieren, das ist aber immer so. Lass das mal hier liegen, falls ich drauf gehe. Guck mal, ob das Kreuz noch cool ist. Ich bringe eins mit. Das wäre jetzt vielleicht hilfreich. Vielleicht wäre ich eben schon gestorben. Er hätte mich der Geist geholt. Wieso liegt hier eine Tasse? Die wandert. Ah, oh, Kaum i. kommst du, ist er weg. Ja, die reagiert auf Leute, die alleine sind, ne? So. Das Verbrannte schmeiße ich raus. Wir haben IMF. Achso, IMF ist ja eh raus. Wäre aber 3 jetzt. So. Packe ich den dahin. Und die Kamera brauchen wir noch. Packe ich die Kamera so, dass wir da ein bisschen gucken können? Schade, dass man nicht versteht, was sie einflüstern. Ja. Was war jetzt noch drinne? Dots-Projektor oder Buch? Und das. Ja. Schreib in das Buch. Young, schreib in das Buch, Jennifer. Jennifer, vor allem. Mach sie nicht sauer. Jennifer, schreib in das Buch. Die kannst du doch gar nicht sauer machen. Guck mal, wie chillig die ist. Sie geht ja nicht mal durch den Dotz. Oh, hier waren gerade 10. Ja, die macht halt nix. Jennifer, schreib in das Buch. Vielleicht muss ich mal Lichter machen. Ich. Totally equipped. Okay, warte, hier Hier ist war gerade nix. 18, ey. -18 Grad. Hä, hey, Hier stehen. die ist hier am Schreibtisch jetzt. War sie hinter mir? War sie hinter mir? Oh Gott. Bin schon wieder equipped, ne? So. Jennifer, schreib ins Buch. Ich habe es mal auf den Boden gelegt, weil die kann ja scheinbar nicht aufstehen. Vielleicht kommt sie ja daran. Jennifer, schreib ins Buch. Ist das Buch richtig? Ja, Buch. Oder Dots. Es muss das Buch sein, weil Dots hättest du doch schon gesehen. Nee, warte, warte, warte. Wenn die auf dem Boden ist, kann es ja auch sein, dass wir die deswegen nicht gesehen haben. Yes, sagt sie die ganze Zeit. Es ist das Buch. Ihr habt ein Foto. Das ist die Mare, das war mir gleich bewusst. Wiedersehen, Jennifer. Nee, ich helfe dir nicht. Du verarschst mich doch. Wenn ich dir jetzt helfen will, dann kommst du wieder und bringst mich um. Oh. Bist du doof?
Ich habe gerade gedacht, die hantelt, weil die Tür auf einmal zuging. Ey, du kannst nicht so eine Sachen sagen wie kill ihn. Na sicher kann ich das, Bist denn aber du ich für... hoffe mal. Nee, das mache ich nie. Du bist so ein Anti-Mate. So was Negatives habe ich ja noch nie Aber jetzt gesehen. habe ich das mal gesehen, wie die auf dem Boden krabbeln, ey. Ja. Eklig. Siehst bald gar nichts mehr, wenn du sowas nochmal sagst. Naja, ich bin Da so auf dem Boden, ne? kannst du, schwedische Gardinen von innen angucken. Aha. Hast du eingetragen? Ja. Ich zeig dich an. So. Jennifer ist eine Mare. Eigentlich eindeutig, aber Jennifer ist eine Mare. Yes. Es gab 130 Moneten dafür. Ja. So. Ja, war auf jeden Fall schon spannender als die letzte Runde, oder? War richtig cool. Ja. Auch dass sie auf dem Boden gekrabbelt ist. Nee, das finde ich immer eklig. Voll geil, ey. Ja, ist schon cool, aber ich finde es eklig. Ich hoffe, ihr habt zumindest ein bisschen Spaß gehabt und wir sehen uns das nächste Mal wieder. Bis dahin, mach's gut, ciao.